Hallo zusammen, ich habe hier einen Kompressorkühlschrank, egal welche Größe, sind 62 Liter von einem Mitbewerber, steht hier unten unter YouTube, das ist der Zettel, wo es hin muss. Dieser Kühlschrank hat einen riesen Vorteil, und zwar hat er ein Tiefkühlfach, das man rausnehmen kann. Wir bieten das nicht an. Das hat eben den Vorteil, dass ich dann hier diese Flaschen reinstellen kann. Aber hier oben sitzt der Wärmetauscher drin. Wir brauchen einen Wärmetauscher, der die Kälte bringt. Und der kühlt dann nur den oberen Teil natürlich viel stärker. Und die Kälte fällt dann runter. Was ist der Vorteil, wenn ich diese Wanne nicht drin habe? Dann entsteht hier Kondenswasser. Es gibt eine Eisschicht. Und immer wenn der Kühlschrank dann eine Zeit lang nicht läuft, tropft das Wasser, wo es hier an der Decke ist, hier runter und die ganze Ware ist nass. Für das ist dann diese Tropfschale hier. Da wird sich das Wasser sammeln. Und dann kann man das wieder rausputzen. Und wir haben nicht so eine Sauerei. Aber eben der Vorteil ist, man kann hier das Eisfach rausnehmen. Wir haben das gleiche Modell, das mache ich euch hier einen Link dann. Gleiche Größe, aber leider nicht mit diesem Teil. Warum steht dieser Kühlschrank bei mir? Wir machen Reparaturen, wir sind da. Wir machen nicht nur das eine, sondern dieser Kühlschrank, wir sehen hier, hier ist die Einspritzleitung, der läuft, hier geht die Leitung rein, hier wieder raus, rein, raus, rein, raus, rein, bis hier rüber und das wird dann kalt. Und hier im Schaum drin, hier beim Übergang, ist ein kleines Loch, aber ich habe jetzt das hier zum Demonstrieren rausgebrochen. Riesen gesucht, also im Normalfall wird das nicht repariert, weil das lohnt sich an sich nicht. Das hier nachzulöten, erstens da im Schaum drin zu löten, ist ein anderes Thema. Dann eben suchen, wo das ist im Schaum drin. Ja, und jetzt muss ich ja das wieder zuschäumen, dass es vernünftig isoliert wird. Also von dem her, wenn hier jetzt Kältemittel fehlt, der Schrank ist praktisch neu, außerhalb der Garantie leider, ja, geht dann in Richtung Neugerät. Jetzt diese Schlange hier, ich mache euch hier oben wie ein Kühlsystem oder die verschiedenen Kühlsysteme funktionieren. Das hier ist eine Kühlbox. Oben der Deckel, da kann man oben reingucken, hier sind die Anschlüsse der Kälteleitung. Und hier ist das gleiche wie hier drüben. Wir verwenden Aluminiumklebeband bei uns in der Produktion. Hier wird einfach nur ein Kunststoffklebeband verwendet. Ist aber dasselbe. Hier läuft die Schlange so. Bei uns werden die rundherum gewickelt und dann mit Aluminiumklebeband hier drauf geklebt wegen der Wärmeleitung. Und das wird dann, kommt in ein Außengehäuse von der Kühlbox. Und dann wird das zugeschäumt. Und wie das geschäumt wird, erkläre ich euch hier oben. Nee, doch hier oben, ach ja, am Ende. Hier oben das Schäumen, wie wir bei uns den Schaum verarbeiten, also Polyurethanschaum, hier einfüllen. Eigentlich der beste, ist konventionell, ist, wenn man weiß wie, eigentlich einfach. Ja, dieser Kühlschrank eben, der ist bei uns, weil hier kein Kältemittel war, weil es hier drin ein Loch gegeben hat. Ja, wir haben jetzt repariert, wahrscheinlich schäumen wir dann noch kurz zu. Und dann wird der irgendwo bei Facebook, Marketplace, irgendwo reingestellt. Ich weiß noch nicht wie, was. Ja, wenn ihr mehr Abos Videos von mir sehen wollt, wie sowas repariert wird oder nicht repariert wird, wie es aussieht von Kältetechnik, Kühlschränken,
auch teilweise Stromversorgung, dann lasst mir hier ein Abo da. Hier ist der gleiche Kühlschrank, hier unten mache ich ein Video, den Link. Hier oben die Funktion von Kühlschränken, Kühlsystemen und hier, wie wir schäumen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.